Servus, Waldmusi-Fans! Servus! Grüß euch! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Lockerungssongs. Zwei Stück haben wir wieder dabei und ich bin heute zu Gast, das freut mich ganz närrisch, bei einer Spitzentruppe und zwar beim Grenzland-Trio, beim Erwin, beim Marco und beim Franz, genauer gesagt beim Franz daheim. Nicht ganz beim Franz Post. Daheim, sondern Post. Franz, wo haben wir jetzt da genau? Sag mal, wo wir gerade haben. Sitzt gerade bei meinem Schwiegerpapa. Runden, die wohnen schon 50 Meter weit oben da. Das aber mir ist es entschieden. Ja, genau. Wir befinden uns in Oberreit, genauer gesagt. Da ist der Franz daheim und der Schwiegerpap hat eine recht schöne Terrassen. Und da hinten sitzen Gäste auch. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Winkt einmal hinter. Das sind unsere Zuhörer heute. Und Zuschauer. Und ja, da lassen wir es uns gut gehen. Auf jeden Fall. Ja, heute ist das Grenzland-Trio da. Jetzt frage ich Erwin einmal. Der Erwin ist der Kapellmeister, wenn man es so sagen darf, vom Grenzland-Trio. War jetzt eine harte Zeit, gell, die letzten eineinhalb Jahre fast schon sind. Wie geht's, Henker? Geht's dir gut? Hast du die Zeit gut überstanden? Zeit, Alex, habe ich gut überstanden. Letztes Jahr, ja, Mitte März ist ja das losgegangen und da haben wir schon gedacht, oh, weil wenn es jetzt weitergeht mit Termini und so, weil das war ja ziemlich dramatisch, weiß mit Ausgangssperre und so. Aber ich habe die Zeit ein bisschen genutzt und habe ein bisschen probt und wieder neue Sachen gemacht. Und mir hat die Zeit eigentlich dann recht gut da, weil jetzt mal zwei Monate dabei waren, wo gar nichts war. Ich habe anschalten können und habe wieder was Neues gemacht. Es ist wieder besser gegangen, natürlich über den Sommer rüber. Aber dann ist der zweite Lockdown gekommen und das war schon jetzt ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen härter. Da ist dann gar nichts mehr gegangen, aber das werden da alle anderen auch mitgemacht haben. Das ist eh klar. Und dann waren für den Musiker mal, naja, 5, 6 Monate, 7 Monate. Gar nichts mehr. Und das war schon ein bisschen schwierig und dann haben wir so natürlich auch ein bisschen Zukunftsängste und Existenzängste gehabt. Aber ich habe jetzt wieder einen Job angefangen auf geringfügiger Basis und da bin ich jetzt recht zufrieden und nebenbei wieder ein bisschen Musik spielen. Nein, ich bin jetzt wieder zufrieden und ich hoffe, dass irgendwann einmal gut wird und dass man wieder noch gescheit spielen kann. Weil man muss dazu sagen, du hast das lange Jahre oder machst das immer noch beruflich Musik und für dich war das ein wahnsinniger Einschnitt. Ja, natürlich. Ja. Schon? Aber hast das, wie du sagst, einigermaßen gut weggesteckt und, ja. Und das passt jetzt. Ja, bin wieder zufrieden und passt jetzt. Schön. Ja. Marco, wer ist dir gegangen in dieser schwerer Zeit? Ja, mir hat es eigentlich, ja, natürlich, Spielen ist mir schon angegangen, ne, aber ich habe das anderweitig ein wenig genutzt, die Zeit, ich habe das Leidenschaft fürs Wandern ein wenig entdeckt, bin vorher auf Wanderschaft gegangen. Das ist so mein Hobby ein bisschen geworden, also letztes Jahr schon, heuer noch mehr. Ja, aber jetzt geht es ja schon wieder ein bisschen an, jetzt ist es wieder ein bisschen. Also kleine Termine, kleine Veranstaltungen, eine kleine Hochzeit, Geburtstag feiern. Ja. Und ich glaube, mit den Mädels hast du das jetzt auch richtig angegriffen, oder? Ja, ich bin zurzeit in besten Händen. Kann man da einen schönen Gruß einmal senden, oder? Die schaut ja bestimmt da, oder? Sagst du nicht du, dass ich noch so. Ja, sag du, du bist der Freund. Schaut's, Karolina Zollner. Schön, dass du da bist heute. Den hätten wir es auch sagen können, leicht, gell? Ja, vielleicht. Machst du mit dir noch? Ja, das nehmen wir schon, gell? Nachher. Also ein schöner Gruß geht natürlich an die Corinna. Ich glaube, ich komme es eh schon. Schauen wir mal, oder? Mit E-Bike. Du, noch ein wenig weit von Straubing einer. Ja, musst du auf Straubing fahren, weil du heute Wasser trinkst, oder? Ja. Ja, so ist es. Wie schaut es jetzt aus, Mona? Kann man doch mal einen spielen, oder? Na, auf jeden Fall, gerne. Was haben wir denn für einen Titel dabei, Erwin? Ein schönes Polkerl, gell? Wir grüßen euch, ihr lieben Freunde von uns, für euch. Thank you.
Dankeschön, danke, dankeschön, dankeschön. Hey, ja. Schnaps, ne? Achso, was? Ja. Achso, Schnaps war natürlich nicht verkehrt, okay? Ja, das ist, den haben wir jetzt auch vorstellen, das ist der Otto, gell? Der Chef. Der Hausherr. Der Hausherr. Normal ist es mehr der Chef. Ich habe nicht so viel zu tun. Ja. Schenken wir dann nicht. Ja, Fradi, schenken wir rein, ganz gerne. So, Ottos Geheimnis, ne? Ottos Geheimnis. Jetzt, genau, geht er ganz nah mit der Gummischflaschen vor der Kamera vorbei. Wegen der Schleichwerbung. Gummischwirten, du gleich schon hörst. Hat sich frisch mal einen drungen, hä? Also, ich darf mir nicht sagen, gell? Ich denke von den letzten Musikanten noch da. Ja, ja, ja. Genau. Wo fängt's? Schöne. Oh, mein Schön. Ja, nebenbei, könnt ihr auch fragen auch noch. Oh, ja. Schaut schon gut aus. Nebenbei, könnt ihr auch fragen auch noch, ich frage die gerade Franz, weil es recht schön hinsetzt auf Kamera. Wie lange gibt es denn diese Formation, das Grenzland-Trio überhaupt schon? Seit Juni 2008. Und bist du auch schon dabei? Seit Anfang an, ja. Ah, super. Ja. Der harte Kern. Ja. Der harte Kern, ja. Ist das dann, Erwin, ist das in dieser Runde losgegangen oder wer war das? Nein, vorher war ein Musikkollege von uns dabei, der Maurer Hans. Mit dem haben wir 2008 die unter Franz angefangen, Grenzland-Trio, und gesagt, haben uns gute Freunde mit seinem gut verstanden haben. Und dann, jeder hat die gleiche Musikrichtung, Victor und Hans war dann Pio dabei. Und seitdem ist der Motto dabei. Genau. 2012. Schon wieder 9 Jahre. Das ist ein Wahnsinn. Super. Hat man sehr gut gemacht mit der Funa. Ja, wirklich. Ja, wirklich super. Ja. Wir haben auch schon öfters zusammengespielt vor Jahren schon, gell? Nein, das ist ja schon wieder ewig. Ja, da waren wir noch jung. So. Ja, und welche Arten von Veranstaltungen spielt es dann? Erwin, ist das nur so Bierzeiter oder seid ihr irgendwie für andere Sachen buchbar? Natürlich für jede Art von Veranstaltung kann man sagen. Wir sind jetzt nicht jetzt die Partymusiker, das war jetzt einmal nicht so. Aber natürlich, wir machen auch natürlich voll gern auch moderne Musik. Wir spielen Bierzelte, Hochzeiten und Biergärten, auch kleinere Sachen, das ist kein Problem. Bälle, Faschingsbälle, ein Tanz natürlich, wenn es auch ist. Also eigentlich jegliche Veranstaltungen spielen wir gerne. Ja. Und nur genau in dieser Formation, oder gibt es da Variationen, oder ist das Grenzland-Trio und sonst gibt es nichts? Nein, es gibt natürlich Erweiterungen mit unserem Kumpel, Musikfreund, und der Schwarz Thomas, der spielt Gitarre, und manchmal sind wir auch in Grenzland Quartett. Wenn jetzt zum Beispiel eine größere Veranstaltung ist, ein großes Bierzelt, wo es uns sagen, pass auf, wir möchten gerne vier Leute. Genau, dass der Bühne ein bisschen aus, bis er ausfällt und so, ist ein guter Mann und ein guter Freund für uns. Und sind wir mit dem Grenzland Quartett unterwegs. Und wenn es gerade passt, also, dann haben wir gesagt, pass auf, ein Gaudi muss ich oder wo, sind wir auch zu fünft unterwegs. Ah ja, schön. Das ist auch kein Problem. Ja. Dann war praktisch welches Instrument noch vertreten? Bariton und Kontrabass oder E-Bass. Ah, genau. Bass praktisch. Ja, gut. Ohne Bass macht es keinen Spaß. Ja, ohne Bass macht es keinen Spaß. Man muss sagen, der Marco spielt das alles mit seiner linken Hand. Wenn kein Bassist dabei ist, ist schon, haben wir schon Respekt gesungen. Gut. Ja, schön. Ja, der Song. Darauf können wir wieder anspielen, oder? Auf jeden Fall. Achso, du hast Schnaps eingelaufen. Ja, bestimmt ist noch nicht. Ja, ja. Irgendwas. Weißt du, ja, ein bisschen. Bist du ein Schnapslied oder ein Trinkspruch oder dergleichen? Irgend sowas? Ja, freilich, zuerst die Gläser hoch. Zuerst die Gläser hoch. Wir wissen es auch. Ohne Vorspiel. Ein Prost mit harmonischen Klangen. Ein Prost mit harmonischen Klangen. Ein Prost mit harmonische Klange, stoße an, trinket aus. Jetzt trinken wir mal, der Aufschluss noch. Jetzt trinken wir mal, der Aufschluss noch. Jetzt trinken wir mal, der Aufschluss noch. Schön, noch mal ist am Sonntag in der Kirche rein gesungen. Das war schon angestrengt heute. Also, okay. Prost! Priester! Prost! Prost! Dankeschön, Frau Götzgott, haben uns umgehört. Ja, genau. Prost! Eine schöne Zeit und viel Gesundheit. Ja.
das ist ein guter. Schon lange haben wir keinen Schnaps nicht mehr gehabt. Ja, Erwin, was haben wir denn noch im Gepäck? Im Gepäck natürlich, weiß ich, dass viele Musikkollegen, Musiker und Freunde zuschauen. Es ist so schön, ein Musikant zu sein. Wir sind ja nicht nur Musikkollegen, wir sind auch so privat gute Freunde. Alex, du natürlich auch. Wir halten alle gut zusammen und das freut uns narrisch. Und da passt das nächste Stückchen natürlich ganz gut. Es ist auch wirklich so schön, ein Musikant zu sein. Wir freuen uns auch wieder, dass wir bei uns auch dürfen. Kann ich nur bestätigen. Dann gehen wir es mal so. Genau, also ist ja, also die Zeit vergeht so schnell in so einem Video. Wir schauen immer, dass wir es so auf eine Viertelstunde, 20 Minuten hinkriegen. Eine Frage hätte ich aber noch zum Schluss. Wie schaut es denn momentan aus oder auch in die Zukunft geblickt? Waren schon wieder oder sind schon wieder Live-Auftritte möglich? Oder wie schaut es denn aus die nächsten Wochen, Monate? Ist was geboten oder ist es noch eher in der größeren Formation eher noch schwierig? Ja, in der größeren Formation ist noch ein bisschen schwierig, aber jeder weiß ja das selber eigentlich. Es gingen ein paar so gerne geschlossene Gesellschaften, gingen noch, das ist gar nicht, aber so zum Beispiel der Marco macht da Alleinunterhalt und wir sind mit du unterwegs, aber wir machen alle beide noch Alleinunterhalt und da sind wir ein bisschen so größere Biergarten da oder sowas, können wir schon machen, aber mein, mal wieder Geburtstag oder sowas. Aber jetzt in der großen Besetzung, jetzt als Trio oder Quartett, sind natürlich nicht voll. Auch wenn mal ein kurzer Bivort angesagt wird mit mehreren Leuten oder kleines Festl, da gibt es schon wieder dann Probleme und leider Gottes müssen die dann wieder abgesagt werden. Ja. Schade drum. Ist jetzt eh gerade spannend, wie es weitergeht im Herbst mit der vierten Welle, die schon gerade angekündigt wird. Hoffen wir, dass es uns nicht so stark trifft. Und vielleicht, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, vielleicht gibt es einen sauberen Fasching 2022. Das wäre noch zu hoffen. Das war schön. Naja. Ja, das war's von meiner Seite mit den Fragen schon wieder gewesen. Möchtest du noch was ganz, ganz, ganz Wichtiges loswerden? Möchtest du jemanden grüßen oder möchtest du gleich einen Heiratsantrag machen, Marco? Ja, das war jetzt die super Gelegenheit. Noch 4, 5 oder 6 Wochen. Ja, du kommst doch der 5. Welle nochmal, dann machen wir das nochmal. Also, heuer
heute ist noch die vierte und nächstes Jahr dann die fünfte Jahr. Dann, ja, einer. Ja, na gut, ja, war noch gut. Ja. Wenn du noch mal kommst. Geht oft schnell, wenn man meint. Ja, freilich. Ja, gerne. Können wir das einmal machen. Also Lockerungssong 2.0 oder so. Genau. Egal ob in dieser Besetzung oder natürlich auch mit der Corinna. Und da möchte ich schon sagen, dass du auch mitspielst dann, oder? Ja, wenn ich darf. Ja, sicherlich. Ja, das war's. Wirklich schon wieder gewesen. Ich kann nur noch sagen, liebe Leute, bleibt dran in die Videos, drückt immer fleißig auf Gefällt mir, dazu auch auf Abonnieren klicken, ganz, ganz wichtig. Und dann kann ich nur noch sagen, bleibt gesund alle miteinander und bis bald im Wald. Pfiat euch, Servus, über recht herzlichen Dank an das Grenzland-Trio. Alex.